Guten Abend miteinander. Wir haben Mittwoch, den 15. Mai, es ist 17:53 Uhr. Es gibt wieder erneut ein neues All-Time-High im DAX. Die Art und Weise, wenn wir es gleich sehen, im Stunden- und 4-Stunden-Chart, wie der da heute Nachmittag mit gehandelt hat, fand ich ein bisschen merkwürdig. So ein bisschen, als wenn man im 60. Stock ist von so einem Hochhaus. Und dann hat man dann ganz hohe Fenster, tritt ran, auf einmal stellt man fest, es ist doch ganz schön hoch. Ja, ich würde mich in so Dingern nie wohlfühlen, aber. So kam mir das vor, so vorsichtig, bedächtig. Nasdaq ist auch auf einem neuen High, gerade mit 18.506. Aber egal wie, man muss das annehmen. Es ist ein All-Time-High, bleibt ein All-Time-High. Und der Abstand vom alten zum neuen ist mit mehr, also 30 Punkten auf das Intraday-All-Time-High, ist hoch. Das ist völlig in Ordnung. Das ist außerhalb des Toleranzbereiches. Und von daher muss man einfach davon ausgehen, dass der hier noch Lust hat. Was man nur sieht, wenn man das recht nah dran macht, das Histogramm vom MACD, geht auch schon wieder ein bisschen hoch. Wir sind weiterhin heftigst überkauft über die Stochastik, aber das ist das, was ich immer sage. Der Chart ist wichtiger als die Technik. Wenn der Chart ein neues Hoch macht, dann macht er ein neues Hoch. Wenn er ein neues Tief macht, ein 52-Wochen-Tief, egal ob die Technik überverkauft ist oder nicht, dann geht er weiter runter. Der Chart ist immer wichtiger. So. Deswegen bleiben die Unterstützungszonen, die wir haben, die gleichen. Wir haben hier, das war das alte All-Time-High bei 18.560. Wir haben hier den Zwischenschritt, sind wir gleich auch nochmal, eine Stunde und 4 Stunden mit 18.400 und dann weiter unten die 18.254, die sich jetzt verbindet mit der 20-Tage-Linie. Auffallend ist auf den ersten Blick, dass sich das untere Band, das der Bewegung entgegengesetzte Band, eindreht. Das ist grundsätzlich für mich ein Signal, dass wir korrigieren. Leicht, also seitwärts oder leicht korrektiv arbeiten. Aber das wird er, glaube ich, nicht jetzt in den nächsten Tag machen, weil der nimmt vielleicht schon noch mal ein bisschen Momentum mit. Im Moment handeln wir bei 18.868, also etwas tiefer als der Schluss. Aber es ist, ja, der hat ein bisschen Angst. Angst vor der eigenen Courage. Da hatte ich schon mal ein Thumbnail gemacht. Deswegen, das werde ich jetzt nicht noch mal neu nehmen. Heute waren es die Immobilienwerte. Die Siemens Energy nochmal und auch die Versorger RWE und E.ON, die dem Markt hier helfen. Mal gucken, wo wir als nächstes reinrotieren. Ich habe momentan von den Aktien keine echte oder sinnvolle Idee, gebe ich ganz ehrlich zu. Schauen wir mal ganz kurz, ups, auf die 4 Stunden. Na, komm her. Here we go. Das ist über das MACD immer noch positiv. Es ist weiterhin positiv über die Stochastik. Nirgendwo den Hauch eines Verkaufssignals. Auf 4-Stunden-Ebene gehen wir, und das ist die letzte Ebene, auf die ich schaue, gehen wir sogar über das obere Band drüber. Haben schon drüber geschlossen. Ich habe hier erstmal nichts Negatives. Short ist Mord. Und 60 Minuten hat er sich durch diese kleine Seitwärtsbewegung hier auch schon ein bisschen abgebaut wieder. Und dreht schon wieder nach oben. Weiterhin positiv. Das ist alles positiv. Also, ich hätte auch gern ein bisschen runter. Und ich fand die Zahlen jetzt von den Amis auch jetzt nicht so prickelnd. Das war genau wie erwartet, 3,4. Also 0,1 besser als erwartet. Also nicht als erwartet, als die letzten Zahlen. Tja, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Deswegen wird die Fed nicht ihre Meinung ändern. Ja, wenn wir das 3, 4, 5 Mal hintereinander machen und landen dann bei 2,9, 2,8, dann vielleicht. Aber nicht mit dem bisschen da im Rücken. Deswegen möchte ich ja eigentlich gar nicht von Zinsfantasie sprechen, aber wenn es der Markt so sieht, der Markt hat immer recht. Ich habe die gleichen Scheine wie am Freitag. Ich sehe keinen Grund, da irgendwie was zu ändern. Die Hebel ändern sich leicht, aber auch nicht so besonders viel. Ich sehe keinen Grund, da irgendwie irgendwas zu ändern. Ich möchte gerne einen haben, der weit genug weg ist von den Calls. Und ich habe auch welche genannt, die weit genug sind von den Puts. Nö, also ich halte mich hier tendenziell raus. Wie gesagt, zu den Einzelaktien fällt mir auch nicht viel ein. Jetzt ist ein Sixt endlich mal ein bisschen gestiegen, aber das reicht mir nun wirklich auch nicht. VW hatte mal einen schönen Ansatz, will auch schon wieder keiner haben. Nee, ich habe hier also nichts, wo ich sagen kann, da lege ich jetzt mal mein Ei ins Nest. Ist nicht der Fall. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.